Nicht ganz, aber es reicht. So, wollen wir jetzt mal schauen. Dann müssen wir auf jeden Fall die Kassen noch mal rausholen. Das steht fest. So, dann nehme ich den noch mal. Die, wo ist denn die Kasse? Da. Dann brauche ich euch aber auch noch mal. Und eventuell euch noch mal. So, 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 so. Gut. Jetzt machen wir erstmal die Kasse, weil die ist das Wichtigste von allen. Dann. Damit die Leute auch Geld abholen können. Dann können wir hier zum Beispiel da einen Korb machen. Machen wir hier einen Korb. Und da einen Korb noch machen hier. So, dann haben wir hier die Körbe. Dann stehst du aber doof hier. Das würde sich dann lohnen, wenn man die beiden dann direkt nebeneinander stellt. Das könnte sich dann quasi dann alles nehmen. Würde dann auch passen. Gut. Habe ich jetzt alle? Ne, warte mal. Kann man hier zum Beispiel noch einen Einkaufswagen machen? Hier zum Beispiel noch was unten drunter. Oder hier. Genau. Passt jetzt schon mal. Ja, da hat irgendeine Meldung gerade. Ist mir auch vollkommen schnuppe. Dann machen wir jetzt erstmal die Verkaufsstände weiter rein. Und was macht der hier immer? Die Verkaufsstände weiter rein. Ja, ist in Ordnung. Machen wir es so. Was haben wir denn noch hier? Also, wir haben ja noch das hier. Dann haben wir das hier. Etwas unsymmetrisch. Noch so ein Teil. Okay, mach mal hier als was anderes. Okay, ich dachte, es wäre schon das Gleiche. Gut, und was machen wir hier? Das passt ja, was würde jetzt noch passen? Ein kleines Soda-Automat passt hier ganz super rein in die Lücke und ein Schild. Hier können wir dann das Schild machen zum Beispiel. Genauso wie hier. Als Eingang. Passt. Super, passt. Freue ich mich. Sitz passt, wackelt in der Luft. Einmal da rein. Ist alles drinne. Das gefällt mir. Jetzt müssen wir schauen, wegen den Blöcken. Wir haben jetzt diese Quarzblöcke. Dann haben wir die Quarzstufen. Dann haben wir die Quarzdinger. Das muss jetzt so ein bisschen, ja, ebenerdig werden. Dann haben wir, wenn wir schon mal bei den Tischen da unten sind, die hier. Und das sollten wir erstmal gucken. Genau, dass wir hier zum Beispiel ein bisschen mehr Abstand nehmen und dann eben runterbauen. Genauso wie hier. Ich muss auch ab und zu mal gucken, ob jetzt noch eine Rückmeldung gekommen ist. Ach, da kam immer noch nicht. Wann wollen die immer kommen? So, dann schiebe ich mir das mal so hin. Genau, ihr könnt euch schon denken, was ich gerade vorhabe. Wahrscheinlich.
So. Da habe ich auch gleich einen ungebetenen Gast hier drin. Ich frage mich, was der hier soll. Ist egal. Solange er mir was abkauft, ist alles in Ordnung. Das sage ich nicht. Wenn er mir klaut, dann hau ich drauf. Das mag ich ja nun gar nicht. Gut. Dann lass uns mal hier weiterbauen. Super. Dann erreicht doch der Abstand, wenn man da unten lang läuft und so weiter, auch ganz gut. So, einmal hier. So, dann ist das so ein bisschen. Okay, dann haben wir das hier zum Beispiel. Da können wir jetzt zum Beispiel, jetzt mal, schlagen wir mal so vor. Zwei. Perfekt. Dann kommen wir hier zum Beispiel rein und können dann hier aussteigen und haben dann hier zum Beispiel den Weg hier raus. Kann man zum Beispiel nehmen. Und hier, dann kann man hier zum Beispiel, ich mache jetzt mal das raus und schieb das rein. Okay, was wollen wir machen? Also, wir haben jetzt die Möglichkeit hier. Hier ist schon groß, da kann man eine große Sitzecke machen. Hier zum Beispiel. Tische und so weiter, wo sie sich dann so ransetzen können. Genau. Jetzt müssen wir mal gucken, wie die Stühlen. Weil hier ist ja nicht mehr Platz da. Um da so ein bisschen mehr zu machen zu können. So, gehst du mal weg da. Du störst, sonst hau ich drauf. Ja, du könntest dich dann hier so dran setzen und essen und so weiter. Oder von dem Einkäufen hier und so weiter. Und hier zum Beispiel könntest du dich dann so richtig schön bequem machen. Sage ich jetzt mal. So. Dann, wo ist denn jetzt ein Eckteil? Ups. Das war ich nicht. Ein Satz mit X. Ich weiß gar nicht, wie man es drehen kann. Ich wusste es mal. Ich wusste es mal. Muss mal gucken, ob noch genug Luft da noch gleich ist. So, da ist perfekt. Jo. Eigentlich nicht. Ah, okay, das ist scheiße. So. Deswegen, die kann man gar nicht drehen, die sind quasi so. Die gehören dazu. Wie ist denn das hier verknüpft? Ich habe hier 1 Luft. Ich habe hier dann kein 1 Luft. Das heißt, ich muss das quasi so machen. Damit ich dann hier, dann kann man mich da ein Tischchen machen. Könnte ich hier Zeug draufstellen und so weiter. Und dann hier einmal durchziehen.
So, dann kommen wir auch mal bis hier nur. Auch wieder eine Ecke. Und jetzt zum Beispiel, ach, machen wir mal so hier. Können wir das mal so ein bisschen langlaufen lassen. Auch hier zum Beispiel. Dass sich die Leute einfach hinsetzen können im Bahnhof und ja, miteinander quatschen können. Und ja, das ist so dann eigentlich angenehm. Könnt ihr wohl gegenüber einmal, ah, naja, der Scheiße, gegenüber einmal sitzen. Und genau, setzen sich gegenüber. So. Wie hier zum Beispiel und dann oder dann hier noch eins sitzt, wo sich dann quasi so im Kreis setzen können. Hier sitzen sich dann gegenüber, quatschen miteinander, genauso wie hier und da. Und in der Mitte mache ich jetzt mal einen Kürbiskopf als Beleuchtung. Das passt auch ganz gut. Dann kommen mir weniger solche unbeliebten, sag jetzt mal, Spinner hervor. Und ja, es passt dann auch. So, dich würde ich gerne jetzt hier raushauen, weil dann kann ich hier nämlich noch eine kleine Beleuchtung machen. Ich schmeiß euch jetzt hier alle raus. Aufnahme läuft trotzdem. So, wo ist denn das fette Ding? Da oben. Gut. Muss ich mal gucken, klappt es? Jo. Dann könnt ihr Geld abheben und so weiter. Wenn sie dann quasi in die Stadt laufen oder fahren möchten. Super, dann haben wir den Bahnhof hier auch erledigt. Gleich so eine kleine Einkaufsstation. Man kommt dann hier rein. Man kann quasi hier rüber gehen. Zum Entspannen auf den Zug warten, wann der kommt oder nicht. Oder man kann in der Zeit, wenn man hier wartet, nochmal einkaufen gehen, wenn man irgendwas hat. Und ja, besser als ja nicht. Also ich muss sagen, es hat sich für mich soweit erstmal gelohnt. Die Frage ist, lohnt sich hier noch weitere Bauprojekte oder nicht? Eine Fackel. Ich reise jetzt mal noch kurz darüber, aus einem ganz anderen Grund. Das eine Haus hat mich ein bisschen gestört, irritiert, genervt. Ja, das Haus kann ich nicht besser ausleuchten, weil hier ist nichts zum Ausleuchten. Kein Platz. Ich kann hier auf diesen Dingern ja nicht bauen, hier. Seht ihr? Und will nicht. Und das eine Haus ist jetzt, macht den Kohl jetzt auch nicht fett. Aber das Haus da vorne stört mich hier. Ist es das hier? So. Gut. So, mache ich auch mal hier und hier und da. Aber nein, da und da. Ich hoffe nicht, dass es, ich hoffe, dass es wirklich Glas ist, weil sonst habe ich dann bald ein Problem. Ihr könnt euch schon denken, welches. Okay. Und da habe ich ja schon alles. So. Ich krieg ja gleich Höhenschmerzen. Ist hier auf der Seite etwas? Auf der Seite ist keine Sache, wo man irgendwas einbauen kann.
Außer hier oben. Da habe ich aber schon gemacht. Der ist auch schon ausgeleuchtet. Jetzt habe ich auch hier vorne ausgeleuchtet. Und ja, jetzt könnte ich jetzt hier oben noch mal was machen. Jetzt habe ich auch schon ausgeleuchtet. Gut, das Haus haben wir mal ja vergessen, aber jetzt ist es nicht mehr vergessen. Aus der Vergessenheit rausgeredet. Wir sind durch mit Minecraft. Eventuell kommen jetzt noch Folgen oder nicht. Ich weiß es nicht. Ich kann es nicht sagen. Aber schau mal. Ich habe jetzt hier eine gigantische Welt. Das zieht sich komplett bis dahin da. Bis dahin da. Bis dahin da. Bis dahin da. Eigentlich kompletter Kreis. Das ist so gefühlt New York. Wenn man das mal so sehen sollte. Ich bin durch. Ich habe an dieser Welt jetzt über ein Jahr gearbeitet. Und ich werde mir diese Welt abspeichern. Denn noch ein zweites Mal werde ich mir so eine Menge nicht antun, nicht freiwillig. Nicht wieder. Aber es hat Spaß gemacht. Von daher, es folgen eventuell noch weitere Folgen, aber prinzipiell bin ich mit Minecraft, mit dieser Welt durch. Ich bedanke mich für euch fürs Zuschauen. Bis dahin noch viel Spaß und tschüss und hoffe, dass ich euch wiedersehe.